Leute, von wem bin ich denn jetzt eigentlich NFL-Fan, Digga? Das haben mich so viele Leute in letzter Zeit auf Instagram und auch auf YouTube gefragt. Einfach nur, weil ich vor, weiß nicht, 2 Wochen oder so in meiner Story gepostet hatte, dass mir Washington gerade extrem auf den Sack geht, Digga. Und dass mir die Titans immer mehr und mehr gefallen. Für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin seit 2012 Washington-Fan. Damals natürlich Washington Redskins. Es gibt auf meinem Kanal auch ein Video dazu, warum ich überhaupt Fan geworden bin damals. Das heißt, ich bin jetzt seit fast 10 Jahren Washington-Fan. Als allererstes mal, ja, bevor jetzt irgendwelche Leute denken, ich würde hier einfach das Team wechseln oder keine Ahnung was. Ich habe das ja extra im Thumbnail so ein bisschen aggressiver geschrieben. Ich war, bin und bleibe auch immer Washington-Fan, okay? Also ich werde niemals dieses Team im Stich lassen. Dazu habe ich viel zu viel mit dem Team erlebt. Dazu habe ich viel zu viele Fanartikel mir gekauft, Digga. Viel zu viel Zeit reingesteckt, die ganzen Spiele immer geguckt, viel zu viel Energie dafür aufgebracht, war in den Stadien und alles Mögliche, bin so viele Ups und Downs mitgegangen, fast eigentlich nur Downs, aber okay. Und da jetzt das Team zu wechseln oder weiß nicht, irgendwie zu sagen, ja, bin kein Washington-Fan mehr, das geht nicht. Also das geht einfach nicht, sage ich euch, wie es ist. So, ich werde immer, für immer und ewig Washington-Fan bleiben, das ist so, bis ich sterbe. Aber nur wenn man Fan von jemandem ist, darf man trotzdem sagen, wenn die was verkacken oder wenn die was scheiße machen oder wenn sie einen in letzter Zeit abfacken. Vielleicht kennt ihr das aus Beziehungen, nur weil eure Partnerin oder euer Partner euch abfuckt gerade, heißt das nicht, dass ihr den dann auch direkt nicht mehr liebt. Versteht ihr, was ich meine? So ist es auch mit Washington gerade. Ich liebe dieses Team, aber die fucken mich gerade richtig ab. Warum fucken die mich ab? Können wir mal ganz kurz drüber reden. Es ist offensichtlich, dass sie gerade nicht gut spielen, okay? Das ist klar, aber das ist überhaupt nicht der Hauptgrund, was mich abfuckt. Wenn wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, die Offense spielt, also hat teilweise okay gespielt, aber kann Drives nicht finishen. Die waren jetzt in den letzten beiden Spielen irgendwie 4 oder 5 Mal in der Red Zone oder nahe der Red Zone und haben daraus gefühlt irgendwie 10 Punkte gemacht, in beiden Spielen zusammen so. Also, da stimmt irgendwas nicht. So, und dann die Defense, Digga, wurde in den Himmel gehypt, Digga, wirklich unendlich krass gehypt. Spielt fast wie die schlechteste Defense der Liga. Also, irgendwas stimmt da nicht. Das Talent ist da, aber irgendwas stimmt da nicht. Entweder mit den Coaches oder mit der Chemistry zwischen den Spielern oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das überhaupt nicht der Hauptgrund, warum mich Washington in letzter Zeit einfach nur nervt. Sondern es sind eigentlich 3 große Sachen, würde ich sagen, mit denen ich wirklich Probleme habe. Erstens diese ganze Kultur um die Namensänderung, ja. Allein der Fakt, dass man jetzt schon 2 Jahre braucht, um einen Namen zu ändern, Digga, verstehe ich nicht. Okay, man sagt, man will es vernünftig machen, man will auch darauf hören, was die Fans sagen und so weiter. Aber wenn jetzt, sage ich euch wirklich ehrlich, wenn jetzt irgendein hohler Name dabei rauskommt, den die Fans nicht gewotet haben oder wo es klar ist, dass das nicht der Fan-Favorite war, Digga, dann raste ich wirklich aus. Also wenn die sich nicht entweder Red Wolves, einfach nur Wolves, Red Tails meinetwegen noch, oder irgendwie was anderes, was so ungefähr in die Richtung geht, wo auch wirklich viele Fans gesagt haben, ja, den Namen hätten wir gern. Wenn sie nicht dahin gehen, sondern dann irgendwie, was gab's denn da noch? Ah, da gab's so ein paar richtig dumme Namensvorschläge, die fallen mir gerade nicht mehr ein. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wenn ja, schreibt mal gerne in die Kommentare. Wenn die irgendwie dahin gehen, Digga, mit dem neuen Namen, ja, dann, also, dann fällt's einem halt einfach extrem schwer, noch Fan von dem Team zu sein, weil dann ist wirklich die ganze Identität mit dieser Ureinwohnergeschichte oder irgendwie dieser Tiergeschichte mit Wölfen und so weiter, das ist dann komplett verloren, so. Wisst ihr, was ich meine? So, da weiß ich nicht, Digga, wenn die sich irgendwie Monuments nennen oder so. Ich glaube, sowas war irgendwie ein Vorschlag, da dachte ich, Digga, was? Was soll das so? Also, das macht doch, also, das macht für mich keinen Sinn. So, und jetzt stellt euch vor, euer Lieblingsteam ändert den Namen komplett, Digga, zu irgendetwas, was nichts mehr mit dem Team zu tun hat, so, oder mit dem, wie ihr es kennengelernt habt, für 10 Jahre jetzt, dann fällt es halt sowieso schwer, sich noch richtig mit dem Team zu identifizieren. So, das ist der erste große Punkt, der mir Sorgen bereitet, beziehungsweise der mich momentan auch einfach nervt. Wenn dann ein geiler Name kommt, dann ist es wieder eine ganz andere Dynamik so, aber bis dahin müssen wir mal gucken. So, die zweite große Sache, die wirklich sehr, sehr kritisch ist, ist der Owner vom Footballteam. Dan Snyder, Digga, das ist ein absoluter Keck, hat ganz viel Dreck am Stecken, Junge. Safe auch, also ich bin mir zu 100% sicher, dass da ganz viele sexistische Sachen auch im Hintergrund abgelaufen sind und irgendwelche Belästigungen und so, und da wird ja jetzt auch gerade wieder irgendwas untersucht und so weiter bei Washington, auch mit dem E-Mail-Verkehr und so. Und es wurden ja schon viele Leute gefeuert, als Ron Rivera dann gekommen ist. Also es gab ja sowieso schon auf jeden Fall diese ganzen Vorfälle. Aber ich glaube auch, dass Dan Snyder da extrem viel mit zu tun hat. Und das sehe nicht nur ich so, ne? Also die ganze Washington-Fanbase denkt so, glaube ich. Und die meisten wollen ihn loswerden. Also der nervt mich auf jeden Fall auch extrem. Dann die dritte große Sache. Aber es kommt gleich noch eine 4. Sache dazu, die mir gerade eingefallen ist. Die dritte große Sache ist die
die Sean Taylor-Ehrung. Für alle, die nicht wissen, wer Sean Taylor ist, googelt den einfach mal. Wenn ihr Football-Fan seid oder NFL-Fan, solltet ihr wissen, wer Sean Taylor ist. Ich habe sogar ein Video über den gemacht. Sehr, sehr geiles Video, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist eine absolute NFL-Legende und halt auch eine Washington-Legende. Und ihr wisst doch, wie in der NFL für besondere Spieler die Nummer retired wird, so dass halt nie wieder irgendein Spieler in dem Team diese Nummer tragen darf. Er hatte die 21. Normalerweise gibt es dann da so eine richtige Zeremonie, wo das Ganze irgendwie zelebriert wird. So, Digga, und dann bei Washington, das war wieder so, also das war ganz, ganz komisch, Digga. Es kam dieses Ganze so, ja, da muss nochmal untersucht werden mit den E-Mails, mit Dan Snyder und so. Und auf einmal, so zwei Tage danach oder so, wird angekündigt, ach ja, dieses Wochenende werden wir übrigens Sean Taylors Jersey retiren und so weiter, so mäßig. Das kam irgendwie rüber wie so ein Ablenkungsmanöver für diese ganzen komischen, zwielichtigen Sachen, die da abgehen. Und da dachte ich mir wirklich, Digga, ihr nehmt Sean Taylor, Bro. Der ist übrigens, by the way, tot. Ja, also, wie gesagt, wenn ihr den nicht kennt, guckt es mal nach. Ihr nehmt Sean Taylor, seine Jersey-Nummer und so weiter, als Ablenkungsmanöver mäßig, um das zu überdecken. So kam es halt rüber. Und wenn diese Zeremonie wenigstens geil wäre oder wenn die monatelang geplant wäre und dann zufällig jetzt stattgefunden hätte, so, okay, Digga, dann ist es noch was anderes. Aber Bro, die Zeremonie war legit ein einminütiges Video von Sean Taylor. Irgendwie in der Halbzeit kurz reingeklatscht, glaube ich. Und dann halt die Familie stand da von Sean Taylor und ja, das war's. Es war nicht mal der Owner oder keine Ahnung, wer da, der irgendwelche Worte noch gesagt hat oder sonst was. Also so richtig unehrenhaft und billig. Da war ich wirklich enttäuscht. Ich war einfach übertrieben enttäuscht. Das war jetzt vor 2-3 Wochen oder so. Und da war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich so meinte, Bro, also langsam geht mir dieses Team richtig krass auf den Sack. Weil, Digga, das kannst du nicht machen als Organisation, so einen Spieler so zu ehren. Also das ist unfassbar für mich, finde ich. Und wie gesagt, das sehe nicht nur ich so. Das sehen sehr viele Washington-Fans so. Und dann die vierte Sache, die mir gerade noch eingefallen ist. Ich war eigentlich ein sehr großer Fan von Rivera, aber irgendwie hat er in letzter Zeit nie Moves gemacht so. Bei dem Team läuft einfach nichts. Es kommen krasse Spieler irgendwie auf den Markt oder man könnte traden, dies, das, jenes. Die haben nicht mal einen Trade gemacht, glaube ich, vor der Trade-Deadline. Also zumindest nichts Nennenswertes so. Und er sagt dann immer so, ja, wir sind mit dem zufrieden, was wir hier haben und so weiter. Und ich sitze da so und denke mir, Digga, okay. Gut, dann verlieren wir einfach weiter so, ja? Weil du bist ja zufrieden mit dem, was wir hier haben. Alright, Dog. Also ich hoffe einfach, er hat irgendeinen Plan so. Also noch mag ich Ron Rivera sehr. So, der ist ein sehr, 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 sehr korrekter Mensch. Aber irgendwie gerade so das Coaching weiß ich jetzt nicht. Also momentan funktioniert es ja scheinbar nicht so richtig. So, jetzt habe ich todeslange darüber geredet, warum ich eigentlich Washington, also warum die mich gerade nerven. Das heißt natürlich trotzdem, wie gesagt, noch lange nicht, dass ich das Washington-Fan-Dasein einfach an den Nagel hänge, okay? Ich bin trotzdem immer noch riesiger Washington-Fan und werde das auch immer bleiben. Aber kommen wir jetzt mal kurz zu den Titans, weil, die hatte ich ja in meiner Story erwähnt. Also, erstmal zu den Titans, Digga, ganz kurz allgemein. Ich habe ja selber mal in Tennessee gelebt, in der Nähe von Nashville, da wo die Titans auch spielen. Das war zwar nur ein halbes Jahr, als ich da gelebt habe, aber meine Gastfamilie, meine Freunde da, die waren alle richtige Titans-Fans und das hat einen natürlich angesteckt, Digga. Und ich verbinde damit auch was. Das war mein erstes Zuhause in Amerika. Ich habe da ein halbes Jahr gelebt und gearbeitet und wurde dadurch natürlich auch mit Titans so ein bisschen infiziert so. Ich habe einmal eine Frau im Supermarkt getroffen, die hatte einfach ein fettes Titans-Tattoo auf dem Oberarm, Digga, und hat mit mir erstmal Smalltalk gehalten über ihr fettes Titans-Tattoo so. Also es war halt, so wisst ihr, was ich meine? Ich verbinde halt schon einiges mit den Titans. Und das war 2016, also vor 5 Jahren. Seitdem habe ich die Titans mehr auf dem Schirm und seitdem finde ich die eigentlich auch ganz cool. Und Spieler wie Derrick Henry, AJ Brown oder jetzt auch Julio Jones, die machen das Ganze natürlich nur cooler. Wisst ihr, was ich meine? Also man feiert es dann natürlich umso mehr man sich damit beschäftigt irgendwie. Hinzu kommt, dass sie gerade echt gut spielen. So, gut, jetzt hat sich Derrick Henry halt verletzt. It is what it is. Ist halt mega scheiße, aber das ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt auf einmal sagen, oh ja, Titans, richtig geil. Ich suche mir jetzt einfach die Titans als neues Lieblingsteam aus, scheiß mal auf Washington und ich bin jetzt Titans-Fan. Digga, davon war nie die Rede und viele Leute haben das so aufgefasst und haben mir vorgeworfen, ja, voll der Bandwagon-Fan oder voll der Erfolgs-Fan und so dies, das. Und ich dachte mir so, Digga, ich finde die Titans seit 2016 geil, also verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, das kann nicht jeder wissen. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich das auf einmal poste, dann kann es natürlich schon so rüberkommen, hä, okay, bist du jetzt einfach Titans-Fan und scheiß auf Washington? Nein, natürlich nicht. So, ich bin und bleib Washington-Fan, habe ich ja schon jetzt gesagt so. Aber trotzdem sympathisiere ich auch immer mehr und mehr mit den Titans. Es ist halt einfach so,
keine Ahnung, ihr kennt es vielleicht selber von euch auch, dass ihr einfach irgendwann merkt, so ey, irgendwie sympathisiere ich mit diesem Team einfach. Irgendwie finde ich den Spieler geil oder irgendwie was auch immer, Digga, so. Es ist halt einfach so und ja, deswegen, das ist eigentlich diese Geschichte. Also ja, ich bin nach wie vor Washington-Fan zum 10.000. Mal. Washington wird auch immer mein Nummer 1-Team bleiben, aber Titans arbeiten sich gerade ziemlich gut hoch zum Nummer 2-Team von mir. Ich hatte jetzt lange kein festes Nummer 2-Team. Früher waren es die Chicago Bears. Da habe ich aber auch irgendwie so ein bisschen den Faden verloren, weil halt viele Spieler dann da weg waren, die ich richtig geil fand. Zum Beispiel Devin Hester, Julius Peppers, Brandon Marshall und so weiter. Als die Ära dann so ein bisschen vorbei war, war das irgendwie so, weiß nicht, weil das waren so die Spieler, die ich richtig geil fand. Wisst ihr, was ich meine? Und dann waren die alle weg oder wurden irgendwie weggegeben an andere Teams oder was auch immer. Ja, und dann war das mit Bears nicht mehr ganz so der Vibe. Aber Titans sind gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, sich zum Nummer 2-Team hochzuarbeiten. Ich habe jetzt auch die letzten Sonntage die Spiele echt intensiv verfolgt von den Titans und deswegen, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt gegen die Rams passieren wird, Digga. Also ohne Derrick Henry wird schwierig. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Story. Ich hoffe, das hat jetzt für einige Leute irgendwie das Ganze geklärt. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Falls ihr noch irgendwie Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.